Oder schon da aus ist auch her, so der B. Weil mehr wie Normalspur kriegst du da herin auch nicht. Sonst kann Schwolle nicht da halten. Und die ist dann der Pferd und das Rest fällt der schon der Bett was an. Wir übergeben heute die Unterschriften, die wir gesammelt haben anlässlich einer Bürgerinitiative unter dem Motto Höchste Eisenbahn für eine Verkehrswende. Verkehrswende bedeutet, dass wir dafür eintreten, dass die Folge der EU-Liberalisierung, die Bahnliberalisierungen gestoppt werden, dass das öffentliche Verkehrsnetz ausgebaut wird und mehr Verkehr auf die Schiene kommt, dass ein Taktfahrplan, so wie es im Modell der Schweiz möglich ist, eingeführt wird und dass eine Mobilitätsabgabe eine Möglichkeit wäre, das Verkehrsnetz wesentlich günstiger bis gratis der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das alles wäre machbar, wenn nicht Parlamentarier unter dem Druck der EU-Liberalisierung und der Abhängigkeit von den Verträgen stünde, sondern eine Volksabstimmung über die Zukunft des öffentlichen Verkehrs entscheiden könnte. Ich möchte mein Einleitungsstatement darauf konzentrieren, so die wesentlichsten Forderungen unserer Kampagne Höchste Eisenbahn für eine demokratische Verkehrswende vorzustellen. Das sind eigentlich vier Forderungen, man kann es da sehen, es ist sofortiger Liberalisierungs- und Stilllegungsstopp, Ausweitung des öffentlichen Verkehrsnetzes und Taktfahrplan nach dem Vorbild der Schweiz, Mobilitätsabgabe statt teurer Fahrpreise und Volksabstimmung über die Zukunft des öffentlichen Verkehrs. Vielleicht auch gleich anhand dieser vier Forderungen ein paar Überlegungen bzw. auch Begründungen, warum wir zu diesen Forderungen gekommen sind. Erste ist dieser Liberalisierungs- und Stilllegungsstopp. Wenn man sich die Entwicklung anschaut in der Europäischen Union seit Anfang der 90er Jahre, dann wird man sehen, dass von Anfang an über die Ebene der Europäischen Union, angetrieben von der EU-Kommission und den großen Nationalstaaten, die Liberalisierung der öffentlichen Dienste vorangetrieben wird. Das ist im Bereich Post, das ist im Bereich Energie und das ist auch im Bereich Eisenbahn bzw. Nahverkehr. Das beginnt bereits 1991 mit einer Richtlinie, die vorschreibt, dass eben die staatlichen Eisenbahnen umgewandelt werden sollen in Unternehmen, die den Erfordernissen des Marktes gerecht werden. Also man sieht schon, es wird sehr stark auf diese Wettbewerbsorientierung gelegt, wobei infolge dieser Richtlinie wird dann bereits eine Reihe von Umstrukturierungen finden, die noch nicht unbedingt jetzt zu einer materiellen Privatisierung führen, also dass es jetzt auch private Eigentümer gibt, sondern die zu so etwas wie einer formalen Privatisierung führen, das heißt öffentliche Unternehmungen werden in privatrechtliche Eigentumsformen übergeführt, Aktiengesellschaften, und sollen sich dann auch entsprechend profitmaximierend verhalten. Also man sieht dann, dass gerade in Österreich, aber auch in Deutschland und in fast allen eigentlich europäischen Ländern dann mit verschiedenen Verzögerungen diese formale Privatisierung bereits in den 90er Jahren stattfindet. Ab Beginn des neuen Jahrhunderts oder Jahrtausends kommt dann ein neuer Liberalisierungsschub über die sogenannten Eisenbahnpakete, Eisenbahnpaket 1, 2, 3. Was sind die wesentlichen Inhalte? Eisenbahnpaket 1 legt fest, dass innerhalb einer Frist von 7 Jahren die Öffnung des gesamten Güterschienenverkehrs für den Markt stattfinden soll. Also dass der Güterschienenverkehr liberalisiert wird bis 2008 dann letztendlich. Das zweite Eisenbahnpaket bringt dann die Einrichtung einer europäischen Eisenbahnagentur als zentrale Koordinationsinstanz. Und dann das dritte Eisenbahnpaket, das 2007 in Kraft tritt, das ist dann das, mit dem man es jetzt vor allem zu tun hat, oder besonders sensible Bereich des Personen,
Verkehrs oder Schienenpersonenverkehrs für die Liberalisierung geöffnet werden soll, also für den Markt geöffnet werden soll. Und zwar ab 2010, also das steht jetzt unmittelbar bevor, sondern alle in der EU lizenzierten Eisenbahnunternehmen Zugang auch im grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr haben. Man muss dazu sagen, dass Liberalisierung und Privatisierung so etwas wie siamesische Zwillinge sind. Das kann man in allen Bereichen sehen, letztendlich auch im Bereich des Schienenverkehrs oder des Eisenbahnverkehrs. Der berühmt oder man kann auch sagen berüchtigt gewordene Wettbewerbskommissar Bolkestein hat das einmal auf die Formel gebracht: erst liberalisieren, dann privatisieren. Wir können auf das noch näher eingehen, also warum es da doch einen sehr engen Zusammenhang gibt, aber man kann es also auch im Eisenbahnbereich sehen, vor allen Dingen, wenn man sich die Entwicklungen in Deutschland anschaut, wo ja die Privatisierung des größten europäischen Eisenbahnunternehmens gegenwärtig wieder ganz massiv auf der Tagesordnung steht. Warum haben wir jetzt diese Forderung Nein zur Liberalisierung oder Liberalisierungsstopp so prominent und ganz weit vorne? Der erste Bereich ist, dass es zu so etwas wie einem, im Eisenbahnbereich würde man sagen, Rosinen bieten kommt. Ja? Die Privaten haben kein Interesse daran, wirklich ein gesamtes Netz zu übernehmen, wo es dann auch sehr viele unprofitable Strecken gibt, sondern sie haben in erster Linie ein Interesse, sich die profitablen Hauptstrecken herauszubieten, und dadurch kommt es zur Zerstörung eines kooperativen Gesamtsystems. Und gerade im Schienenverkehr, im Eisenbahnverkehr, hat ein kooperatives Gesamtsystem sehr viele Vorzüge für Kunden und Kundinnen. Das gibt es ja gar nicht, ne? Guten Tag. Guten Tag. So, bitte kommen Sie besser. Im Bild sind sozusagen. Ja. Wieso ist es auch aus Sicht der Gewerkschafter bereits höchste Eisenbahn in Österreich? Ja, wir haben die Entwicklung, dass die Eisenbahn zurzeit unter massivem Druck steht. Staatssekretär Lopatka attackiert die ÖBB jeden Tag. Auf der anderen Seite haben wir einen Rückzug aus der Fläche, das heißt, immer mehr Regionalbahnen werden stillgelegt, entweder von den ÖBB selbst oder in Zukunft auch vom Land Niederösterreich. Und auf der anderen Seite allerdings sehen wir schon, dass der Klimawandel immer ernster wird, dass Peak Oil, also dass die Zeit vom billigen Öl bald vorbei sein wird, lauter Gründe, die eigentlich für ein funktionierendes öffentliches Verkehrswesen sprechen. Und man darf die Bahn nicht kaputt sparen, sondern im Gegenteil, man müsste sie ausbauen. Ich glaube, die WIDA hat sich da ja erst kürzlich im Verbund mit den europäischen Gewerkschaften für ein Moratorium der EU-Liberalisierungsrichtlinie diesbezüglich ausgesprochen. Ich glaube, das ist notwendig, ne? Weil im Jahr 2010 steht, glaube ich, würde sozusagen die völlige Liberalisierung des Personenverkehrs anstehen. Der hätte schon angestanden, darum wurden wir bereits ermahnt. Ja, also die Mitarbeiter im Transportsektor haben mit Liberalisierung nur negative Erfahrungen gemacht. Es kam zu Lohndumping, zu mehr Stress, zu Sicherheitsproblemen. Und deswegen fordern die Gewerkschaften in Europa einen Stillstand von weiteren Liberalisierungsschritten, ein Moratorium, um einmal wirklich ernsthaft zu evaluieren, was ist bisher passiert, was waren die Vor- und Nachteile. Man sieht also anhand bestimmter Erfahrungen, die es in den Bereichen gibt, wohin das führen kann. Das sicherlich desaströseste Beispiel in dieser Hinsicht ist Großbritannien, das ist wahrscheinlich am besten auch irgendwie bekannt. Das ist natürlich die Liberalisierung und Privatisierung am radikalsten durchgeführt worden. Also da ist dieses britische Eisenbahns, also dieses staatliche Unternehmen, über 100 einzelne Unternehmen zerschlagen worden, auch die Infrastruktur ist privatisiert worden. Und man hat